Juli 1969, also vor knapp 50 Jahren, betrat der erste Mensch den Mond. Neil Armstrong von der Apollo 11-Mission. Danach landeten noch 5 weitere Raumsonden auf dem Mond. Insgesamt betraten 12 Menschen den Erdtrabanten. Einer von ihnen war Charles Duke. Der US-Astronaut hat das Technikmuseum Speyer besucht, das in seiner Ausstellung an 50 Jahre Mondlandung erinnert. Charles Duke ist ein Moonwalker, einer von 12 Menschen auf dem Mond. 1972 war er oben, da war er 36. Nicht der erste, aber bis heute der jüngste Moonwalker. Der älteste oder jüngste, egal, ich durfte hin, das war aufregend. Wir treffen Duke in der Raumfahrtausstellung im Speyerer Technikmuseum. Er erzählt von der Mondlandung 1969 und wie es dazu kam. Die Wirtschaft lief, wir führten gerade keinen richtigen Krieg. Die Begeisterung für die Raumfahrt entwickelte sich. Aber beim Wettlauf im All mit den Russen waren wir hinten dran. Das motivierte die Amerikaner, dran zu bleiben. Landung auf dem Mond. Vor 50 Jahren, als Armstrong und Aldrin mit der Landefähre Eagle den Mond erreichten, war Duke Capcom im Kontrollzentrum Houston. Er hielt die Verbindung zum Mond. Als Neil die Meldung machte, dass der Adler gelandet sei, habe ich ganz aufgeregt bestätigt. Wir haben hier die Luft angehalten. Jetzt können wir endlich wieder atmen. Duke hofft und glaubt, dass demnächst wieder Menschen zum Mond fliegen. Man wird Systeme auf dem Mond aufbauen und sie auf ihre Belastbarkeit testen, damit wir sie dann zuverlässig auch zum Mars schicken könnten. Duke ist ein humorvoller Mann. Darum zum Schluss die Frage, wart ihr Amis wirklich auf dem Mond? Wir sind 9-mal zum Mond geflogen und 6-mal gelandet. Wenn du sowas fakest, dann machst du es 1-mal und hältst die Klappe. Aber wir machten es 9-mal. Die Russen wussten, wir waren auf dem Mond. Klingt überzeugend. Der deutsche Wissenschaftler Ulrich Walter war 1993 mit der Raumfähre Columbia im All und ist uns jetzt via Internet zugeschaltet. Guten Tag nach Speyer. Ich grüße Sie. Auf den Mond wären Sie ja bestimmt auch gerne geflogen, wenn es damals die Gelegenheit gegeben hätte, oder? Ich kenne keinen Astronauten, der nicht gerne zum Mond fliegen würde. Natürlich auch ich, klar. Was haben wir denn der Mondlandung vor 50 Jahren alles zu verdanken? Oh, wir wissen sehr genau, woher der Mond kommt. Nur durch die Mondgesteine, die wir zurückgebracht haben, dadurch konnten wir herausfinden, dass kurz nach der Entstehung der Erde ein anderer großer Planet in die Erde hineingeschossen ist und dann einen riesigen Fetzen herausgerissen hat, aus dem dann der Mond entstanden ist. Aber wenn Sie mal auf Ihre Uhr schauen, vielleicht auch auf meine, das ist eine Quarzuhr. Der Quarzstandard wurde damals von der NASA patentiert lassen. Sie hat sich damals einfallen lassen, um eine genau gehende Uhr zu haben. Denn wenn Sie vom Mond zurück zur Erde starten, brauchen Sie eine Zeit, die auf die hundertste Sekunde genau geht. Und deswegen hat man damals mit den Quarz die ersten Quarzuhren erfunden. Mhm. Nun gab es ja jahrzehntelang keine Reisen mehr zum Mond. Jetzt wollen die USA und auch die Chinesen wieder hin. Was ist denn der Grund für diese Renaissance? Es sind zwei Gründe. Das eine ist, unser langfristiges Ziel ist der Mars. Und der Weg zum Mars muss immer über den Mond gehen, denn wir brauchen eine zuverlässige Technik. Und diese Zuverlässigkeit können wir nur auf dem Mond testen. Denn wenn wir zum Mars fliegen, brauchen wir 200 Tage hin. Wir müssen ein Jahr dort bleiben und dann wieder zurückzufliegen. Die 200 Tage, wir brauchen also mindestens 2,5 Jahre. Und wenn in dieser Zeit etwas kaputt geht, dann sind wir tot. Und das können wir uns nicht erlauben. Wir brauchen eine 90-prozentige Zuverlässigkeit. Also brauchen wir den Mond, um zu zeigen, wir können es wirklich. Die Amerikaner sprechen beim Mond von einem sogenannten Proving Ground, also ein Gestirn, ein Himmelskörper, wo wir zeigen können, was wir wollen. Und der zweite Grund ist folgender. Wir haben den Mond in seiner inneren Struktur noch nicht ganz verstanden. Also wie sieht er innen aus? Warum ist seine Rückseite vollkommen anders als seine Vorderseite? Und all das sind Fragen, die müssen wir klären. Das interessiert die Wissenschaftler. 2028 ist ja so ungefähr als nächste Mondlandung angepeilt. Halten Sie es für denkbar, dass sich Amerikaner und Chinesen trotz aller politischen Unstimmigkeiten vielleicht zusammentun, um das Ziel auch wirklich zu erreichen? Naja, also die Amerikaner haben vor etwa einem Monat gesagt, wir wollen im Jahre 2024 wieder erneut auf dem Mond landen.
Und glauben Sie mir, die meinen das ernst. Und ich persönlich glaube, dass die Amerikaner im Jahre 2024 wieder dort landen werden. Ja, auch die Chinesen wollen dort landen, Ende dieses Jahrzehnts. Ob die es schaffen, kann ich noch nicht sagen. Das hängt jetzt von den nächsten Flügen, von den unbemannten Flügen zum Mond ab. Wie gut sie das schaffen, als nächste Mission ist ja eine Probenrückkehrmission. Das haben jedenfalls die Chinesen angekündigt. Und wenn sie das schaffen, ja, dann glaube ich schon, dass sie es ernst meinen und dann auch zum Mond, bemannt zum Mond fliegen. Und sie wollen ja auch bemannt zum Mars in den 30er Jahren. Und welche Rolle könnten die Europäer überhaupt bei einer neuen Mondmission spielen? Ich schätze keine. Kurze, klare Antwort. Hart. Ist ein bisschen hart. Ja, schauen Sie, die Amerikaner fliegen zum Mond. Die Europäer sind mit einem sogenannten Service-Modul dabei. Das heißt, das ist ein Modul an die Orion-Kapsel, mit der man zum Mond fliegen kann, um dort Lebenserhaltungssysteme zu installieren. Das ist das, was die Europäer liefern. Sie werden in einem sogenannten Barter-Agreement dann auch irgendwann mal einen europäischen Astronauten zum Mond bringen. Aber die nächsten ersten Flüge zum Mond werden mit Sicherheit keine europäische Beteiligung haben. So sind die Europäer. Ja. Sie haben eigentlich nie Raumfahrt geliebt. Egal, ob wir jetzt über Euro oder Dollar reden. Ich muss die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis trotzdem stellen, denn so ein Mondprogramm kostet viele Milliarden. Man stelle sich vor, wie dieses Geld in Bildung auf der Erde investiert würde. Könnte uns das nicht vielleicht weiterbringen? Ja, wissen Sie, das könnte man auch sagen, wozu brauchen wir öffentliche Sender, zum Beispiel die Tagesschau? Ist das nicht viel zu teuer? Ich meine, das, was wir da alles reinstecken, bringt uns das wirklich was? Würden nicht die privaten Sender auch reichen? Nun, ich bin nicht der Meinung, ich denke, wir brauchen die privaten, die öffentlichen Sender. Die Kosten-Nutzen-Analyse ist immer eine schwierige Angelegenheit, denn was bringt uns Wissenschaft, wenn wir zum Beispiel den Forschungseinrichtung in CERN nehmen, die das Higgs-Boson entdeckt hat und viele Milliarden Euro da reingesteckt hat. Und wenn ich Sie fragen würde, was haben wir davon, dann würden Sie sagen, nichts, persönlich nichts. Komischerweise wird diese Frage immer bei der Raumfahrt gestellt. Was haben wir davon? Nun, ich habe es gerade gesagt, wir haben zum Beispiel die Quarzuhr davon, wir wissen, woher der Mond kommt. Wir haben viele Dinge aus der Raumfahrt, insbesondere aus der internationalen Raumstation. Dort haben wir sehr viele schöne Experimente gemacht. Was ich damit sagen will, es ist schwierig zu sagen, was Wissenschaft für den Menschen bringt. Was sie für die Menschheit insgesamt bringt, ist dieser ganz andere und neue Blick zurück auf die Erde. Also das Selbstverständnis des Menschen, wenn wir auf dem Mond stehen und zurück auf die Erde schauen, das verändert den Blick nicht nur auf die Erde, sondern auf einen selber. Und ich glaube, das ist überhaupt die ganz große Errungenschaft der Raumfahrt. Gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Walter. Ich danke Ihnen.